Guten Morgen und hallo zu wieder meinem Spiel, das tolle Musik hat. Kann ich überhaupt nicht mich konzentrieren. Super Spiel. Und ein Spiel, das uns gleich anlügt, denn Thin Ice ist das nun wirklich nicht. Guckt mal, wie dick das Eis ist. Aber zum Glück haben wir super Hockeyschuhe. Ne, wie heißt das? Eiskunstlaufschuhe? Eislaufschuhe. Auf jeden Fall können wir damit dieses Eis kaputt machen. Ich hasse ja Leute, die Eis kaputt machen, weil es macht allen anderen den Spaß kaputt. Und ich will gar nicht auf Play drücken, weil die Musik toll ist. Wieso gibt es eigentlich nicht mal eine Ost, einen Soundtrack von den geilsten Flash-Spielen? Weiß ich nicht. Meistens bessere Lieder als bei Big Budget-Spielen. Naja, wir spielen einfach mal. Und wie immer, Level 1, warum die Auswahl? Weil wir müssen sowieso. Und wir müssen jetzt, warum auch immer, da sind Monster und die sind auf dem Eis. Mal wieder logisch. Und wir versuchen Sachen einzusammeln und machen Löcher. Seht ihr, warte. Oh mein Gott, das erinnert mich an dieses eine Pokémon-Spiel. Yeah, ich hab's geschafft. Ich muss eigentlich da zufrieren. Wie heißt das mal? Ranger, glaube ich. Das macht für ein paar Momente Spaß und dann ist es ein bisschen langweilig. Nein, 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 nein. Oh, jetzt bin ich selbst ins Wasser gefallen und gestorben. Das ist doch mal ein Spiel für Kinder. Yay, was für ein Arsch ich bin. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Eigentlich habe ich es verdient, ins Wasser zu fallen. Ich meine, wieso habe ich sowas Gefährliches an den Füßen? Das ist so, wie ein Kind mit einer Waffe rumspielt und immer Krieg spielen möchte und sich dann irgendwie in den Fuß schießt. Hat's verdient. Diesmal andere Gegner, aber die gleiche. Oh nein. Habt ihr jemals einen Schneeball auf dem Eis gebaut? Warum? Warum macht man das? Wow. Da war überhaupt kein Wasser mehr, jetzt hör mal auf. Aber scheinbar ist es eh egal. Ich bin so ein Arsch. Aber was soll's. So, das Einsammeln ist Eis und so. Haha, man sammelt Eis ein, lol. Au. Ja, okay. Das ist so, guck mal, man wird getroffen. Ich denke mal, das ist aber, wenn ein Kind in ein Auto reinläuft. Hat selbst Schuld, wenn es getroffen wird, oder? Dann bin ich wieder nett. Na, ist doch wahr. Es ist ein bisschen so, fasst da nicht rauf. Das ist Elektrizität. Und dann fässt man trotzdem rauf. Und dann will man Mitleid. Und dann denkt man sich, ne, hast selbst Schuld. Idiot. Hätte ich abtreiben sollen. Au. Ach, Eislaufen. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Oh, was ist das? Invincibility. Ja, ich mache ihn tot. Nein. Es friert so schnell wieder ein. Ich bräuchte mal. Das wäre ein tolles Upgrade-Spiel eigentlich. Weil eine längere Lunte wäre natürlich immer gut. Ah, wenn die Maus aus dem Bild geht. Das ist bei vielen Spielen heutzutage so. Voll ein Problem. Weil, weiß nicht, mit dem Controller passierte das nicht. Wow. Seht ihr? Ich weiß gar nicht mehr, ob das ging bei Ranger. Bei Ranger hatte ich halt nachher überhaupt keinen Bock mehr. Das macht doch keinen Sinn mehr. Oh nein, 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 sie bleiben stehen. Warum auch immer. Das muss ich ausnutzen. Ich asoziales Arschloch. So, mehrere gleichzeitig, mehrere gleichzeitig. Nein. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich bin gleich tot. Sehe aber aus wie der Teufel, oder? Mal ein bisschen Energie wieder. Boost ist das ja nicht wirklich. Wow. Leute. Das ist mit der Maus nicht wirklich einfach. Ich würde. Mit dem Touchscreen wäre das bestimmt toll. Oh, jetzt habe ich ja Ranger doch noch gelobt. Ich möchte wieder zurück. Warte mal, ich möchte wieder zurück. War das die Musik?
Die Anfang ist sogar besser. Wir sehen uns gleich nochmal beim anderen Spiel. Das ist von 2007. Kein Wunder, dass ich es nicht kann. Warte mal, müsste ich denn gerade nicht... Ne, ist egal. Spielt Thin Ice, wenn ihr Bock drauf habt. Ich denke mal, das gibt's auch für den... das ist perfekt. Perfektes Spiel für Smartphone. Und ich denke mal, da macht's auch Spaß. Vielleicht nicht mit dem Finger. Ich verstehe es sowieso nicht, mit dem Finger mal so drauf patschen, dann kann man nichts mehr sehen. Aber vielleicht mit so einem Stift. Bestimmt super. Bis gleich. Ich habe mir gedacht, damit es passend bleibt, bleiben wir beim gleichen Macher des Spiels und holen uns einfach scheinbar schon wieder den gleichen Jungen, aber diesmal hat er eine Waffe in die Hand bekommen, nämlich einen Enterhaken. Und diesen Enterhaken werden wir schießen. Man kann sich bewegen. Oh, das wird ein Spaß. Und er hat dieses Monster unten links hat er umgebracht, ohne dass das Monster, ohne dass er musste. Scheinbar spielen wir einen Sadisten. Aber wir gucken mal. Scheinbar, der hat auch sonst nichts. Ich glaube, dem ist ziemlich langweilig und deshalb, steht hier? Macht er sonst einfach nichts. Nein! Und er ist ziemlich leicht. Hui! Ich hab dieses arme Tier gerade mit einem Enterhaken ins Herz geschossen. Ja, ich hab Bonus jetzt nicht. Kannst du nicht nach unten? Guck mal, nach oben geht's, aber nicht nach unten. Machen wir das halt so. Mir doch egal. Ich will die nicht umbringen. Wir sind ein gelangweilter... bringt ja eh keine... Punkte sind egal. Punkte sind so egal. Wie Münzen bei Mario. Dieses Geräusch alleine, wenn er nachlädt. Das ist makaber. Das ist irgendwie... Erinnert mich auch ein bisschen an Donkey Kong für den Game Boy. Einfach nur, wie man nach oben läuft, ganz schnell. Oh, wir können aber nicht diese... harten Rocks hier benutzen. Ah, ist egal, zum Glück wir springen. Okay, ich denke mal, das ist kein Mensch. Ich denke mal, das ist auch ein Monster. Warte mal, gucken wir mal. Ja, es könnte sein. Vielleicht ist das ein Monster, das sich geschminkt hat und alle anderen hasst. Oder so. Okay. Flex, hier ist ein Flex. Wenn ich jetzt sterbe, oh, scheinbar wird es schwerer, komme ich da wieder hin. Nein, also, wie könnte es sein? Es ist ein Monster und scheinbar ist es gerne, warte mal, warum kann man da durchfallen? Ist es gerne Süßes? Jetzt fällt das hier runter. Nein! Hä, ich konnte mich plötzlich da doch festhalten, das macht Sinn. Und deshalb will es alles für sich alleine haben. Ich kann auf die anderen auch noch raufspringen. Ich habe dieses Monster nicht nur umgebracht, sondern ich habe es auch entblößt und peinlich damit berührt. Das tut mir extrem leid. Und guck mal, es gibt nicht mal einen Weg, den dieser, was auch immer wir sind, geht, sondern er geht einfach nur einen Berg nach oben. Mehr nicht. Hier, er besteigt einfach die Berge und ist ein Arsch. Bei anderen ist es irgendwie so, finde Teile. Und hier ist es einfach nur so ein Typ, der über Leichen geht, weil ihm langweilig im Leben ist oder so. Weil sein Vater ihn nicht geliebt hat oder so. Ach, das überlebst du. Muss ein Monster sein. Kein Mensch würde das überleben. Guck mal. Gibt es überhaupt kein Geröll, wenn man mal genau ist. Achso, Entschuldigung, ich vergesse immer meine Maus auszurichten. Da bin ich nicht so gewohnt. Bei so einem Spiel. Wo war das noch? Bei irgendeinem anderen Spiel war das auch so. Da musste man die ganze Zeit aufpassen, wo man mit der Maus hinzeigt. Tryen? Kann sein. Ich nehme es zurück. Aber die Musik ist wieder ein bisschen langweilig. Nicht schlecht, sondern einfach nur langweilig. Hui.
Und schon habe ich wieder außerhalb des, des Kastens, wie eben gedrückt. Das hasse ich. Nicht ein Arsch. Oh, wir werden es einfach mal genießen, Arsch zu sein. Ah, warum, was ist das für ein Scheiß? Warum ist da so eine Mine? Ja, hast du verdient. Komm, halt die Fresse. Okay, langsam muss ich aufpassen. Wow, Moonwalk in die Sicherheit. Oh, ich bin eingefroren dadurch, dass ich einen Gegner getroffen habe. Wollen wir noch einfach mal gucken? Ihr habt ja gesehen, wie das Spiel jetzt geht und könnt das spielen die ganze Zeit mir erzählen, wie toll das noch wird. Und wenn ich kenne ja viele von euch sind sadistisch und lieben es, andere leiden zu sehen und sowas. Einige von euch spielen böse bei sowas wie Fallout oder Skyrim. Daher würde ich mal sagen, wenn alle, die so sind oder Michael Jackson mögen, können das spielen. Wir gucken uns jetzt nochmal den zweiten Teil an, was sie verbessert haben. Und vielleicht wird es ja noch böser und asozialer. Yay, das lieben wir, nicht wahr? Weihnachten. Apropos Weihnachten, auch dieses Spiel hat nichts mit Weihnachten zu tun. Es ist einfach nur kalt und schneit und Eis und es ist assi. Und es geht darum, andere zu hassen. Also es ist doch sehr weihnachtlich. Und wir gucken mal, wie der zweite Teil ist. Scheinbar geht es wieder nur darum, verschiedene Berge zu besteigen. Das machen Menschen ja auch gerne, Berge besteigen und das ist dann einfach, weiß nicht, die wollen sich selbst was beweisen. Einige wollen auch nur angeben. Oh, neue Gegner. Was macht der? Guck mal, wie die schreien, die haben Probleme, die haben echt Probleme. Gott, okay. Restart, bla 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 bla, okay. Das gleiche wieder. Und auch beim Dunklen. Ach, wir können uns hier nicht das Dunkle greifen. Jetzt müssen wir den umbringen. Weil die Dunklen sich nicht greifen lassen. Soweit ist es gekommen. Früher war das anders. Früher durfte man den Dunklen greifen. Heute auch. Sind alle nur rassistisch. Ich bin immer noch gerade, ich überlege jetzt gerade, warum er schreit. Hat er Probleme? Sucht er jemanden? Vielleicht sucht er irgendwie seine Familie. Guck mal. Ah! Oder er hat ziemlich Sodbrennen. Oder er übt für irgendeinen Wettbewerb im Rülpsen. What the fuck macht er? Hat er Schmerzen? Vielleicht hat er Verstopfung. Guck mal, so ein riesen Eis da unten rechts ist. Das ist aber... Nee. Links ist, glaube ich... Was ist das links? Himbeere? Nee. Ach komm, es tut mir leid. Hast du Schmerzen hier? Ich helfe dir. Manchmal kann man auch Gutes tun, indem man töten möchte. Dong! Dieses Geräusch war wie beim Cartoon, wenn eine geile Frau sieht. Ja, scheinbar gehen wir einfach noch höhere Berge erklimmen. Warum auch immer. So ein Enterhaken hätte doch jeder gern, oder? Oh, pass auf, hier sind Fallen. Wer würde denn so welche Fallen aufbauen? Das ist doch Bullshit. Ich meine, welche Tiere werden dadurch getroffen? Pfadfinder? Ich meine, hä? Oh, schauen Sie. Ich habe eine neue Falle aufgebaut in den Wald. Die trifft nur große Hirsche, die zu dumm sind und blind. Dumm und blind. Und ein bisschen behindert. Oh, man kann Eis auch mit dem Hook aufheben. Macht das Eis nicht kaputt? Da. Wow. Wow. Oh, das war knapp.
Die Musik nervt. Sie ist schön, aber sie nervt. Und Leben. Habe ich auch nicht verstanden. Okay. Dieses Geräusch. So. Kann ich das nicht einfach so aufheben? Ja, genau. Jo, das war's dann auch. Also, wenn ihr das erste total toll fand und euch gedacht habt am Ende, boah, eigentlich will ich noch mehr Leute töten, also noch mehr unschuldige Tiere töten und noch mehr besteigen. Also, wenn ihr auf Besteigen steht, dann viel Spaß. Wir gehen jetzt mal hier. Ist doch nicht so schwer jetzt. Nein. 2-2. Mario. Oh, guck mal, die haben sogar neue Sachen jetzt. Uhuhu. Und hier, das ist bestimmt ein. What the fuck? Gibt es Vögel, die lange Zungen haben? Au. Guck, der tut auch süß, ne, wenn er getroffen wird. Total unschuldig. Dann macht er so. Au. Ah, oh, Hilfe. Oh, wie konnte ich. Das konnte ich ja nicht ahnen, dass ich getroffen werde, wenn ich ein Arsch bin. Dass andere mich versuchen umzubringen. Das erinnert mich jetzt gerade total an Spider-Man für den Atari. Das hat. Das, ganz viele finden das super scheiße. Aber ich hab's die ganze Zeit gespielt, weil ich das so interessant fand. Ist richtig gut zu können. Also, wenn du ganz oben warst und dann nach links oder rechts dich geschwungen hast und dann fallen gelassen, dann bist du ganz tief gefallen und hast gesehen, wie Spider-Man aufgekommen ist und batsch. Aber natürlich war ich so gut, dass ich an diesen Leuten vorbei konnte und nach oben. Aber Atari hatte noch kein Ende oder so. Aber es ist ein gutes Spiel. Wenn ihr einfach mal was können wollt, ohne Maus, dann spielt Spider-Man von Atari. Das ist das Spinnfaden, der geht so nach oben so. Das ist ganz toll. Gut, das war's. Guck mal, da oben, da ist ein Endgegner scheinbar. Also könnt ihr auch Endgegner. Oh nein, einige verstecken sich gerne, weil sie nicht sterben wollen. Voll die blöden Tiere. Echt mal. Guck mal da, wie er sich versteckt vor meinem Agro-Sozial. Warum sage ich immer sozial? Psycho. Was? Ich bin auf jeden Fall ein Psychopath und ich liebe scheinbar. Also nicht ich. Ich kann mich nicht identifizieren mit diesem Charakter. Zumal ich eh nicht im Eis irgendwo hochklettern würde. Warum? Also, wenn oben kein Weihnachtsbaum wartet, das ist sowieso egal. Gut, viel Spaß bei diesen Spielen. Es gibt, glaube ich, noch mehr von dem Macher. Also, go you, wenn du dich da wiederfindest. Und wenn sieht sich dann nächstes Mal hoffentlich bei einem netteren Spiel. Und weil das hat mir ein bisschen jetzt Magenschmerzen gemacht. Die armen Tiere. Ich würde jetzt gern irgendwie machen, dass alle Tiere ihn töten. Wartet. Nicht, nein, nein. Okay, das machen wir noch. Jetzt kommen natürlich keine Tiere. Oh, da oben. Guck mal, wie traurig auch guckt. Au. Au. Nein, nicht das Herz nehmen. Au. Guck mal, er wird nicht mal getroffen. Er tritt irgendwie auf eine Distel oder so. Voll die Pussy. Und ist eingefroren. Warum auch immer einfriert, wenn ihn ein Biber oder was auch immer das ist. Oder ein kleiner Bär mit einem grünen Afro. Auf jeden Fall wird er gebissen und dann friert er ein. Ich denke mal, weil ihm dann bewusst wird, wie kalt sein Herz ist. Und weil sein Blut ausfließt, hat er nichts mehr außer Kälte in sich. Und dann stirbt er. Verdient. Bis dann.